Weil im Internet Katzenvideos so unfassbar gut funktionieren, dachte ich mir, ich nehme auch mal eins auf und wir gehen mal der Frage auf den Grund, wann und wie du dein Haustier von der Steuer absetzen kannst. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und tatsächlich kannst du einige Kosten, die du durch dein Haustier hast, von der Steuer absetzen. Welche Kosten das genau sind und wo du sie idealerweise eintragen solltest, erfährst du jetzt im Detail. Am einfachsten ist die Absetzbarkeit deines Haustieres, wenn du sie ins Betriebsvermögen aufnimmst. Es gibt durchaus einige Szenarien, wo man sich vorstellen kann, dass ein Tier im Betriebsvermögen Sinn ergibt. Beispielsweise hast du eine Gärtnerei und die Gärtnerei muss bewacht werden und dafür schaffst du dir einen Hund an. Oder aber du arbeitest regelmäßig mit Blinden und hast dafür beispielsweise Blindenhunde. In diesen Fällen ergibt es Sinn, dass du einen Hund für das Betriebsvermögen anschaffst und dann kannst du auch die dazugehörigen Kosten absetzen. Wie bei allen Betriebsausgaben musst du dann aber die betriebliche Veranlassung nachweisen können. Das heißt, bei allen anderen Kosten musst du ja auch nachweisen können, dass du das für deine Selbstständigkeit brauchst und um deine Umsätze zu generieren. Und genau das gleiche gilt für Tiere auch. Das heißt, wenn du nachweisen kannst, dass du diese Tiere brauchst, dann kannst du sie auch als Betriebsausgabe absetzen. Und das bezieht sich auf nahezu alle Kosten. Das heißt, Anschaffungskosten, Tierarztrechnungen, Futter, Zubehör und so weiter. Das heißt, dann kannst du all diese Kosten als Betriebsausgabe geltend machen. Eine ganz interessante Information in diesem Zusammenhang ist, dass du für deinen Hund keine Hundesteuer bezahlen musst, wenn es ein Arbeitstier ist. Wenn du dein Tier nicht im Betriebsvermögen hältst, sondern es privat gekauft hast, wie es ehrlicherweise bei fast allen Tieren der Fall ist, dann sind die Kosten, die du hast, für dieses Tier in erster Linie Privatvergnügen und nicht von der Steuer absetzbar. Aber es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel die Tierhalterhaftpflichtversicherung. Wenn du einen Hund hast, brauchst du eine Haftpflichtversicherung für diesen Hund und dann kannst du tatsächlich diese Tierhalterhaftpflichtversicherung in deiner Einkommensteuererklärung als Sonderausgabe absetzen. Manchmal gibt es, wenn du einen Hund hast, auch so Mischversicherungen. Das heißt, da ist zum Beispiel auch eine Krankenversicherung dabei. Diesen Krankenversicherungsanteil, den kannst du wiederum nicht in deiner eigenen Steuererklärung absetzen, sondern wirklich nur den Anteil, der auf die Haftpflichtversicherung entfällt. Eine weitere Kostenposition, die relativ viele Tierbesitzer haben, ist die Verpflegung, während du im Urlaub bist. Wenn du beispielsweise auf Reisen bist und jemanden damit beauftragst, auf dein Haustier aufzupassen und diese Person kommt regelmäßig zu dir nach Hause, um das Tier zu füttern, das Fell zu pflegen oder auch Gassi zu gehen, dann kannst du diese Kosten in deiner Einkommensteuererklärung als haushaltsnahe Dienstleistungen absetzen. Wichtig ist aber, dass dein Tier bei dir zu Hause versorgt wird und du das Tier nirgendwo anders hinbringst, weil dann ist es leider keine haushaltsnahe Dienstleistung mehr. Das können übrigens auch Familienangehörige sein. Das heißt, wenn du zum Beispiel deinen Eltern etwas Geld gibst dafür, dass sie in deinem Urlaub auf das Tier aufpassen, dann kannst du diese Kosten tatsächlich in deiner Einkommensteuererklärung steuermindernd berücksichtigen. Das gleiche gilt übrigens für ein etwas ausgefalleneres Beispiel, und zwar Hundefriseure. Wenn dein Hund regelmäßig frisiert werden muss, dann kannst du diese Friseurkosten tatsächlich auch als haushaltsnahe Dienstleistung absetzen, wenn der Friseur oder die Friseurin zu dir nach Hause kommt und den Hund dort bei dir zu Hause frisiert. Was auch in diesem Fall nicht geht, ist, wenn du deinen Hund zum Friseur bringst, weil dann sind die Voraussetzungen für eine haushaltsnahe Dienstleistung leider nicht mehr erfüllt und dann kannst du den Friseur leider auch nicht von der Steuer absetzen. Alle anderen Kosten, die im Zusammenhang mit deinem Haustier entstehen, kannst du leider nicht von der Steuer absetzen. Also die Anschaffung, Tierarztrechnungen, Futter, Spielzeug und so weiter. All diese Kosten sind Privatvergnügen und kannst du somit auch nicht steuerlich geltend machen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein kleines bisschen weiterhelfen. Schreib mir doch mal in die Kommentare, was für ein Haustier du hast und welche Kosten du jetzt in deiner nächsten Einkommensteuererklärung dadurch absetzen wirst. Wenn du sagst, du brauchst eigentlich einen Steuerberater, der dir so unglaublich wertvolle Tipps gibt, wie du dein Meerschweinchen von der Steuer absetzen kannst, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Du kannst aber natürlich auch erstmal die anderen Videos auf diesem Kanal anschauen. Wir haben einige Videos dazu aufgenommen, was du so von der Steuer absetzen kannst, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.